So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Freedom Planet und heute in Final Trackdown. Ja, es hat echt lang gedauert. Der ist so ein Arsch gewesen. Bugs ohne Ende, wieder mal. Und ja, heute sind wir in der Final Trackdown. Ich bin fast am Arsch, okay. Ich hab's schon mal geschafft, mich halb zu killen. Oder bald. Ja, jetzt habe ich es geschafft, mich zu killen. Gut, dass ich auf Leben habe. Ach, da habe ich noch. Das ist egal. Musik runterdrehen. Ja, du mobilisierst dich jetzt hier. Wir sind ja auch eine Gefahr für dich. Und das war eine böse Wichser-Attacke. Und der Raum, das böse. Angel, ich gehe den Weg. Oh, du! Ich glaube, die Laser tun jetzt hier mehr weh. Als bei Lelek, weil es hier. Lelek war ja im Normalmodus. Oh, jetzt kommt Flammenwerfer! Wie niedlich! Ich krieg ja so eine Angst. Verdammt! War ja auch böse. Das war noch mehr als böse. Oh, Brev, wenn du noch einmal lachst, dann werde ich dir sowas von die Fresse polieren. Dass am Ende dein Gesicht genauso aussieht wie Dr. Eggmans. Nur hässlicher. Also, Brev, du kannst schon überlegen, wie viel Geld du mir gibst dafür, dass ich es mache. Du wirst mich dafür bezahlen. So. Rüber. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's mehr als lustig. Wir werden nämlich schon gleich beide zerfisten. Das war's doch schon klar. Oh, der will's wissen. Der Wiss, Wiss. Ich bin kurz am vom Sterben. So. Bäm. Gestorben. Irgendwo Energie. Jetzt wäre es geil. Nein, leider nicht. Was gibt's hier? Ein Umweg, den nehmen wir. Zwar wird's leben. Echt, wir fliehen hier. Los! Oh, gut gemacht, Carol! Ich bin stolz auf dich! Nee! Carol, du machst schon das, was ich dir sage! Oh, jetzt haut er drauf! Oh, jetzt haut er einen aufs. Jetzt will er es wissen! Jetzt will er es wissen! Hey, die Stelle kenne ich gar nicht. Jetzt erstmal richtig dancen. Runterfisten und weiter. Nein. So schnell kriegt ihr mich nicht. Dafür müsst ihr erstmal üben. Dass ihr mich kriegt. Oh, jetzt geht's los. Es kommen die Airlocks. Oh, noch 10 Sekunden. Komm schon, jetzt, gut, mal rüber und hier auch mit hoch. Los. Oh, bist gut, Gabel. Skill.
Ja, das war jetzt so viel Skill. Und dank des Blattschildes kriegen wir wieder massig Energie zugesteckt. Und jetzt will uns Raven Toad sehen. Ich kann seinen Wunsch verstehen. Ich wünsche mir auch, dass er stirbt, aber der Traum wird niemals wahr werden. So, hoch mit uns. Das war jetzt scheiße. Carol, hältst du doch durch? Ich weiß nicht, ob Carol das noch aushält. Die arme Carol, was die alles hier mitmachen muss. So, jetzt kommt ein ganz toller Boss. Die meisten von euch kennen den. Jetzt kommt unser Lieblingsboss ever. Aber mit Motor ist es noch schwerer. So. Oh, jetzt legt er drauf. Boah. Jetzt geht's los hier. Jetzt will er es wissen. Der will sowas von wissen. So. Verdammt! Das war so knapp! Also er merkt schon, ich bin immer Kommodus noch nicht ganz so am Scheiße. Wie es manchmal aussieht. Aber nur ein bisschen einfache Übung. So. So. Das habe ich aber damals zugebracht. Das war der erste Attacke ausführt. Jetzt habe ich es geschafft, dass er das macht. Das ist cool, jetzt haben wir erstmal die Lok ausgeschalten hier. Boah, jetzt wagt das wieder. Jetzt wagt das. Jetzt geht er gegen den Meister vor hier. Der Meister des Emerald Skills. Oh, jetzt haut er drauf. Und jetzt haben wir ihn! Gefinished! Machen wir noch die letzten Teil? Gut, machen wir noch die Stage 2. Das schaffen wir auch noch in kurzer Zeit. So. Jetzt können wir das machen.
Was haben wir für ein Glück heute? Ein Schild. Sehr gut. Jetzt können wir in die nächste Stage. Round 2. So, jetzt hat den erstmal vernichtet. Und das Ding auch. Wir müssen jetzt hier vorsichtig sein. Die wissen ja genau, dass ich da bin. Erstmal Energie holen. So. Wir räumen hier lieber wirklich auf, komplett. Ich habe das Gefühl, dass es ein Fehler wird, wenn ich sie ignoriere und einen auf Speedrunner mache. So. Jetzt ist das Schild notwendig. Größter Waldkick uns vor allem schützt. So. So. Runter mit uns. Ganz ruhig. Mit den Kugeln haben wir eure Chancen wieder einen Bonus zu holen. Sonst nichts nützt, weil ich so weitermachen werde. Jetzt gehen wir da oben lang. Hier, take this. Ein Leben. In solchen Zeiten sind Leben echt notwendig. Oh Mann. So. Mit dem Miller. Sei für uns da. So, jetzt gibt's keinen Kampf hier. So. Jetzt hat den erstmal zerfistet. So. Das war's für uns. Wir sind erledigt. Das war ja klar, ohne die Flasche, da weil deine scheiß Soldaten im Weg sind. Wem gehören die denn? Den Weihnachtsmann? Da würde ich aber lachen. E-Schock-Therapie heute, hä? Das ist wirklich E-Schock-Therapie bald hier. Kerl, nicht für mich. Was ich auch ein bisschen bösartig finde. Unfair. Unfair, Mann! Ohne Schild geht doch gar nichts. Und ihr müsst ihn mir mal rauben. Ihr seid so Drecksassis. Okay. Meinetwegen, wir können sie auf die Autotour machen, wenn ihr wollt.
Die Dame macht eine Tür auf, die dieser nicht kennt. Miller stellt ein Schild auf. Ist der Fiste denn? Der kommt. Böses Drecksvieh! Das war genau geplant. Wollen die diese zwei voll spackvollen Soldaten? Muss mir leicht sein, den hier auseinanderzunehmen. Aber ich darf den Schild jetzt nicht verlieren. Es tut mir leid, aber ich kann den jetzt nicht killen. Ich riskiere einfach zu viel jetzt. Boah! Runter mit uns. Ja, hier müssen wir echt mehr aufpassen. Ein Fehler kann mir schon ausreichen, um mich hier ins Grab zu bringen. So wie das hier. So. Oh, mit uns. Verdammt. Verdammt! Warum macht ihr denn solche scheiß Fallen aufbauen? Ihr seid ja so krank. Ihr seid ja alle geisteskrank. Ihr scheiß dreckigen Wichser. Ich bin gleich tot? Was ziehen denn diese kleinen Minibomben denn? Denn es ist die unfairste Tour der Welt. Machen wir es eben so. So. They don't. Was? Die können die lachen? War was ganz Neues. Es ist so neu. Die können die lachen. So. Oh, jetzt legt er drauf hier. Ist klar, Breven. Ist was von klar, Mann. Los, beide, ich glaube. Oh, oh. Jetzt los! Oh. Oh. Miller! Länger hast du nie gebraucht, oder? Bin bald hier fertig mit der Sache hier, das. So. Wir haben es jetzt hier. Das wäre egal, weil er eine Verarsche ist. Das ist sowas von eine Verarsche hier. Sowas von. Das war es jetzt gerade auch eine Verarsche, dass ich den Schild nicht kriegen darf. Also manchmal stresst mich das hier das Ganze wirklich. So. So. Das war jetzt knapp. Jetzt ist mir egal. Setz es einfach ab durch die Mitte.
schneller geht. Wie kannst du eigentlich überleben, Miller? Wäre auch mal eine Frage. So. Jetzt müssen wir jetzt ganz vorsichtig weiter nach oben vorantasten. Weil Fehler werden hier nicht toleriert. Okay, ich habe schon einen Fehler gemacht. Schon wieder ein Fehler wegen dem Mistvieh. Wieso war es Mistvieh schuld? War dem einen schuld? Was? Wieso kann ich da nicht hoch? Ist das jetzt eine Verarsche oder was? Leute, ich fühle mich hier verarscht gerade. Aber sowas von hier. Weil hier eindeutig die Physik hier gerade einen Vogel hat. Durch das Tisch, die Physik hat einen Vogel. Oh, meine Bezeichnung. Tschüss, Kerl. Beschwer dich beim scheiß verpackten Spiel. Hab ich gerade scheiß bezeichnet? Gut. Das hat. Die Bezeichnung hat jetzt rechtens kurz gehabt. Bei so einer schlechten Physik brauchen wir uns ja nicht wundern, wenn wir alle schnell alle drauf gehen. Wenn ich das Bastion was auch falsch mache, dann fress ich den Besen. Wenn ich das Bastion was genauso falsch mache und die Physik übelst für den Arsch mache. Warte mal. Eigentlich mache ich schon mal so mit der Programmierung dann zu diejenigen, die Level sein haben schon, weil die haben ja Details gemacht. Was? Ich kann eine einzigste Bombe. Schild zerbersten. Aber wieso ist Kerl so dumm, einen Sprung zu machen? Und macht er stattdessen den doppelten Move? Ihr seht es selbst, Leute, hier stimmt was, der werden hier schon die Moves durchdrehen. Willst du einfach erklär uns die Situation. Warum hast du das so gemacht? Ja, Breffen, du kannst dich da bei Stephanie Doro bedanken. Er hat es ja so programmiert. Ja, Mercedes, weil du bist jetzt mich bestimmt jetzt als ich sage, hey, das Spiel ist super. Ja. Wenn du das gesehen hast, dann würde ich lieber das nicht mehr sagen, diesen Satz. Bei der schlechten Physik. Konfigurationsfehler bei den Tasten, das ist ja schon nicht mehr lustig. Mindestens das hätte ich euch erwartet, dass das funktioniert. Ich schätze es eigentlich gar nicht, diese Sachen zu machen. Okay, ich halte dich da aus, weil du ein Wichser bist. So. Dann los. Komm schon. Einfach durchfahren. Jetzt wäre absolut alles egal. Hallo Serpentin, wie geht's dir so? Oh Gott, das wütend. Das klingt nicht gut, nicht mehr ansatzweise. Jetzt wäre es wissen. Das wäre auch nicht gelungen. Wir haben doch gar keine Energie gehabt. Was soll ich da machen? Mit nur Energie gewinnen? Der hat zu kurz geladen. Fick dich! Der letzte kurz.
Victor hilft dir immer. Wichser! Das gibt's nicht mehr! Langsam hasse ich das Leben verlieren und so. Meine Death-Zeit ist schon... Alter, ich bin ausgewischt, du Horst! So. Hey, das klappt! Fast! Aber der Trick hat funktioniert, versuchen wir es nochmal. Ich gehe in kurzen Angriff. Verdammt! Verdammt, ich muss doch gar irgendwie die Flammen verlaufen. Drecksassi! Cheater! Du bist Arschloch! Gibt's doch eine Beleidigung, schreib's mir in die Kommentare. Ja, ich schreib jetzt in die Kommentare mal Beleidigung für Sirpitin. Ich möchte Sir bitte beleidigen. Verbrauche ich mal Beleidigung? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt ist... So. Hey, du kannst mich gar nicht erwischen. Drecksassi. Ich krieg den nicht! Was hat der für. Was ist das für ein verrückt gewordener Boss? So. Die Flucht war wohl echt sinnlos hier. Langsam verliere ich die Geduld. Ist es wirklich so? Weil das ist nicht mehr lustig. Das weiß der zu genau, dass das nicht mehr lustig ist. So. Wo hab ich es gewusst, dass er den Move ausführen wird? So. Flammenwerfer kommt jetzt. So. So. Jetzt kommt der Flammenwerfer, ja. Fast hätte ich den! Was ist das für eine Verarsche? Der cheatet doch jetzt wieder! Eiskalt gecheatet! Ich hoffe, die Tuche hat irgendwo Tastencombis versteckt im Spiel, dann könnten wir jetzt debuggen hier. Dann hätte ich den am Arm. Dann hätte ich den. Könnte ich den am Sack lecken. Nee. Sollte dir mal wirklich vorstellen. Dann würde er sterben. So. Komm her! Da kommt! So. So. So.
Flop war sinnlos. Ich konnte ja nichts machen, wo der nächste das überleben würde. Langsam reicht's mir langsam. Ich muss langsam mal den Pop beenden. Wir können nicht gleich Überlänge machen, nur weil die Bosse cheaten. Das mögt ihr auch nicht, oder? Die Bosse immer zum Cheats greifen, nur weil sie denken, sie sind arme Schweine. So. So. Jetzt überlebe ich. Jetzt habe ich ihn. Auf fast hätte ich ihn! Aber ich habe die Strategie, ihn zu besiegen. Da werde ich jetzt dabei bleiben. Ich muss oben bleiben. Ich hatte mich erwischt. Ich kann mich gar nicht sterben lassen. Weil es dann immer gezählt hat, Rich. Der hat zu schnell agiert. Viel schneller als vorher. Vorher eigentlich. Das war eigentlich genauso schnell, wie er angegriffen hat, als er fast tot war. Das ist ja echt cheathaft hier. Sowas ist eigentlich nicht mehr fair. Ein bisschen fairer wäre es schon. Ich will jetzt zur Schlüsselkarte hier haben, bereits sagen hier. Macht den Hardcore weg. Aber nicht so extrem in Cheater-Variante. Dann darfst du gerne den Modus behalten, Nidoro. So. Hier, wer kann denn da ausweichen? Wie ist euch da. Hä? Wie hat er mich da gehittet? Farsche! Verklagen! So, ich habe meine ganze Energie aufgebraucht dafür, um den Angriff abzuwehren. So. Ich konnte die ausweichen. So. So. Hier oben. Schnell hoch. Warum? Ich krieg mir den langsam platt. Bis ich zwar mal wieder aus Offscreen. Die Katze, die kennt ihr ja. Nein. Das war scheiße. Ich wusste nicht. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt die Pistole einsetzen. So, Leute. Noch einmal. Wenn ich einmal sterbe, dann mache ich sofort Cut. So, ein Cheater vor allem was sie abgeben hier. Was? Hat dir geholfen? Scheiß Verarsche, ja. Ja, weil dieses Doppelsprung bitte auch nicht funktioniert. Okay, wenn es gefallen hat, schreibt einen Kommentar für Experten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Scheiß Bugs! Nidoro, fix diese Scheiße endlich, dass das mal wieder funktioniert. Also, bis dann, Leute.